Wir haben eben von Tel Aviv gehört. Das ist die passende Überleitung zum nächsten Referenten. Er ist nämlich Fan vom FC Basel. Ist auch ein bisschen gesucht, aber den muss ich aufnehmen. Und zwar ist Daniele Ganser Gründer und Leiter vom Swiss Institute for Peace and Energy Research, SIPER. SIPER forscht zu den Themen Energie, Krieg und Frieden. SIPER untersucht, ob es möglich ist, die Energieversorgung zu 100% auf erneuerbare Energien umzustellen und Konflikte friedlich zu lösen. Stellen Sie sich vor, was das für eine Welt wäre, wenn das möglich wäre. Zu schön, um wahr zu sein. Sein neuestes Buch, Europa im Erdölrausch, schildert den globalen Kampf um das Erdöl. Und genau darum ist er prädestiniert dazu, uns zu schildern, warum wir die Energiewende brauchen. Bitte schön, Daniele Gassner. War eine schwierige Woche bis jetzt, hä? Ja, der Dienstag war schwierig, oder? Sicher. Leitet man da auch, wenn man sich nicht so nah am Fußball orientiert? Ja, schon, ja, ja. Ich habe sie ja dann am Fernsehen gesehen und so in der Halbzeitbesprechung haben alle noch gesagt, jetzt gibt es noch ein Tor. Also das war das Beste vom Abend, die Halbzeitbesprechung. Ja, aber irgendwie habe ich sie jetzt so in Verbindung mit negativen Gefühlen. Ach, sie können kann ich ja nichts dafür, bitte schön. Nein, sie können nichts dafür, aber es war, ja, es war schon, es war halt, man denkt sich, das Spiel hätte ich gar nicht anschauen sollen. Jetzt geht es ja gut weiter, Sie spielen gegen den ehemaligen Trainer, gegen Fiorentina. Eben, und das Sosa. Schaue ich mir nochmal an und ja, dann sprechen wir uns wieder. Aber das moderiere nicht ich. Ah, okay, Freitag. Bitte schön, Herr Gassner, wir sind gespannt. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich forsche zum globalen Kampf ums Erdöl und da geht es immer darum, wie viel Erdöl haben wir noch, wo finden die Erdölkriege statt, wie viel braucht China, wie viel braucht die Schweiz, wie viel braucht die USA, was passiert im Irak, gibt es Pipelines durch die Ukraine, gibt es Pipelines durch Syrien. Das heißt, das ist ein globales Thema, zu dem ich forsche und im Moment ist ja China sehr in den Medien und das hat damit zu tun, dass die Aktienkurse in China eingebrochen sind. Das hat auch damit zu tun, dass im Moment China die eigene Währung, den Yuan, abwertet. Und ich beobachte China auch schon länger, weil es ist ja die zweitgrößte Volkswirtschaft und mir ist Folgendes aufgefallen, die Chinesen, die bauen Inseln im Meer draußen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, aber gerade wenn Sie sich für Energiefragen interessieren, lohnt sich dieser Blick in die Welt hinaus immer sehr, weil die Chinesen bauen diese Inseln nicht, weil sie da so einen neuen Club Med aufbauen wollen, sondern weil es eben, wenn man eine Insel baut und die dann auch besitzt, ein Gesetz gibt, dass man die Rohstoffe, also das Öl und das Gas, im Umfeld der Insel sein eigen nennen darf. Das ist jetzt in der Schweiz nicht so bekannt, weil wir haben auch keine Inseln oder unsere Inseln liegen in den Seen und da hat es auch kein Öl und kein Gas. Aber wenn Sie es anschauen, wie das eben in China läuft, da ist die Südchinesische See, heißt die. Die ist hier, South China Sea, und das sind diese Spratlys, also hier werden diese Inseln gebaut. Man bringt da so Sand hin und baut das auf. Da waren früher einfach Korallen und die erhöht man jetzt. Und in dieser Region vermutet man Öl und Gas und das ist nur ein Fingerzeig, dass natürlich alle verschiedenen Länder über Öl und Gas nachdenken, über Atomenergie und auch über Effizienz. Es ist also nicht nur ein Thema, das wir hier in der Schweiz ganz oben auf der Agenda haben, sondern es ist ein Thema, das wirklich weltweit diskutiert wird, natürlich ganz unterschiedlich in den verschiedenen Ländern. Vielleicht haben Sie auch gesehen, die Russen sind mit einem U-Boot an den Nordpol gefahren, das ist jetzt eine direkte Verbindung zu den Eskimos, die ja scheinbar vom Nordpol dann Richtung Gazastreifen gewandert sind, wusste ich noch gar nicht, aber ich sage, die sind mit dem U-Boot dorthin gefahren und haben am Nordpol unten am Boden eine russische Flagge aufgestellt. Haben sie wirklich gemacht und damit wollten sie kommunizieren, dass das Gebiet dort oben, die Öl- und Gasreserven, den Russen gehören. Ich beschäftige mich mit Erdöl und beim Erdöl ist es ganz wichtig, dass man zuerst einmal ein Bezug bekommt, wie viel Erdöl wir überhaupt verbrauchen als Menschen auf dem Planeten. Und da kennen Sie dieses Fass Erdöl. Ein Fass Erdöl hat ein Fassungsvermögen von 159 Litern. Und das kann man sich gut vorstellen. Also wenn ich jetzt Ihnen sage, stellen Sie sich 10 Fass Erdöl vor, dann können Sie die eigentlich grafisch produzieren im Kopf. Aber wenn ich Ihnen sage, der weltweite Erdölverbrauch pro Tag ist 90 Millionen Fass, dann kann man sich das nicht mehr vorstellen. Ist eine so abstrakte Größe, dass es einfach irgendwo
ist irgendeine Zahl. Und darum habe ich Ihnen bildlich einen Supertanker mitgebracht, weil in einen Supertanker können Sie 2 Millionen Fass Erdöl reintun. Und dann können Sie sich merken, wir brauchen täglich 45 Supertanker. Das ist das jetzige System. Und es ist eben nicht möglich, dass man sagt, im Jahre 2016 versuchen wir mal, das ganze Jahr durchzukommen ohne Erdöl. Mal schauen, wie es dann so läuft. Kann ich Ihnen sagen, dann läuft gar nichts mehr. Das heißt, wir sind abhängig von einem Rohstoff, von dem wir wissen, dass er endlich ist und der umkämpft ist. Also 90 Millionen Fass ist der ist die wichtigste Zahl von meinem Beitrag hier. Ich unterrichte auch an der Uni St. Gallen einen Kurs, der heißt Geschichte und Zukunft von Energiesystemen. Und bei den Studenten ist es so, die können sich pro Vorlesung nur eine Zahl merken. Das hat jetzt nichts mit Ihnen zu tun. Aber wenn Sie sich eine Zahl merken von meinem Beitrag hier, dann wären es die 90 Millionen Fass pro Tag. Dann, wenn ich dann die USA anschaue, also wir schauen natürlich in der Forschung immer China, Russland, USA, diese drei sind sehr, sehr wichtig, weil es sind große, mächtige Länder. Dann schaue ich bei den USA an und da wird auch sehr, sehr viel über Energie gesprochen. Und die Amerikaner haben ja am meisten Militärstützpunkte auf der ganzen Welt. Und sie setzen ihr Militär aktiv dazu ein, Erdöl zu erbeuten. Das heißt, ich bin der Meinung, es gibt Erdölbeutezüge, es gibt immer wieder Streitereien, auch an den Unis oder mit anderen Forschern, ob es jetzt das wirklich gibt oder nicht. Gibt es Erdölbeutezüge, gibt es sie nicht? Meine Position ist ganz klar, es gibt Erdölbeutezüge. Als Beispiel hier ein Bild, original aus dem Irakkrieg. 2003 hat dieser Krieg angefangen. Wie wurde er argumentiert? Die Amerikaner sind in die UNO gegangen, haben gesagt, der Saddam, der hat Massenvernichtungswaffen. Und da hat der Außenminister, der Colin Powell, hat dieses Fläschchen aufgehalten mit diesem weißen Stoff drin. Wir wissen bis heute nicht, was da drin war. Kann weiße Malerfarbe gewesen sein. Es ist auf jeden Fall klar, dass das nicht gestimmt hat. Die Amerikaner haben gesagt, wir gehen in den Irak nicht wegen dem Öl oder dem Gas, sondern wegen den Massenvernichtungswaffen. Saddam Hussein will Atomwaffen bauen, hat damals der Vizepräsident der USA, Dick Cheney, gesagt. Auch das stimmt überhaupt nicht. Aber hier ist eben wichtig zu verstehen, dass dieses Wort Erdölkriege nie in den Medien auftauchen wird, sondern dass man immer sagt, man führt irgendeinen Krieg gegen Barbaren. Das ist eigentlich die klassische Narrative, die wir in der Geschichte immer wieder haben. Um die Leute in den Krieg zu führen, muss man sagen, der andere ist gefährlich. Das haben auch die Europäer gesagt. Tony Blair hat gesagt, der Irak besitzt chemische und biologische Waffen. Seine Raketen sind binnen 45 Minuten einsatzbereit. Da stimmt jetzt kein Satz. Ja. Alles gelogen, von A bis Z. Und das ist natürlich das, was die Historiker heute sehr beschäftigt. Der Irakkrieg ist etwas, was wir anschauen. Auch andere Kriege, weil natürlich diese Region viel Öl und viel Gas hat. Man zählt jetzt, das ist die sogenannte Bodycount-Studie, wie viele Tote hat eigentlich dieser Krieg gefordert, und es ist rund 1 Million Tote im Irak seit 2003. Es sind zusätzlich 220.000 Tote in Afghanistan und 80.000 Tote in Pakistan, also 1,3 Millionen Toten für diesen Krieg gegen den Terrorismus. Und das bedeutet insgesamt, dass dieser Blick auf das Thema Energie ein ganz anderes ist. Also ich untersuche die Förderländer und bei den Förderländern haben Sie solche Länder, die sind stabil, wie Norwegen. Da haben Sie also Erdöl und eine prosperierende Wirtschaft im gleichen Land. Aber ich sage Ihnen, Norwegen ist die Ausnahme. Irak ist auch ein anderes Ölland und das ist eben am Zerfallen. Oder schauen Sie Libyen an, ist auch ein Land, das am Zerfallen ist. Schauen Sie Syrien an, da gehen Pipelines durch, das Land ist im Chaos. Es gibt ganz, ganz viele Länder, auch Nigeria, die sehr, sehr instabil sind. Und aus diesen Ländern beziehen wir natürlich Rohstoffe. Das heißt, das Thema Erdölkriege ist sensibel, aber es kommt immer mehr in die Diskussion rein, weil natürlich diese Diskussion, wo man sich fragt, wie viel Erdöl hat es und woher kommt es, wenn Sie da die Liste durchgehen, da kommen Sie sofort ins Ausland. In der Schweiz haben wir überhaupt kein Erdöl und wir haben auch überhaupt kein Erdgas. Und wenn Sie diese Fragen untersuchen, wird es immer politisch. Sie kommen immer in andere Länder, Sie kommen in Kriegsgebiete. Und ich möchte Ihnen vielleicht erklären an einem konkreten Beispiel, dass in der Kriegspropaganda nicht alles jetzt anders ist als früher. Es ist eigentlich immer noch gleich. Also gewisse Leute sind auf mich zugekommen und haben gesagt, ja, jetzt seit Goebbels tot ist, gibt es keine Kriegspropaganda mehr, oder?
Das ist natürlich völliger Irrglaube. Kriegspropaganda im Gegenteil ist heute viel raffinierter, weil wir das Fernsehen haben. Früher gab es eben nur sozusagen das Radio, also jetzt nichts gegen Fernsehen. Ich schaue ja gerne dann Champions League, aber ich sage jetzt mal, in der Kriegspropaganda ist das Bild viel stärker als nur das Wort. Und da ein konkretes Beispiel, man spricht nie über Erdöl, wenn man ein Land überfällt, sondern man spricht immer über diese alte Geschichte, die anderen sind Barbaren und wir müssen dorthin gehen, um diese Barbaren zu stoppen. Das war auch 1990 so, damals ist Saddam Hussein in Kuwait einmarschiert, vielleicht können Sie sich erinnern, immer viele Kriege im Nahen Osten, aber im August 1990 ist Saddam Hussein in Kuwait einmarschiert und dann hat der amerikanische Präsident Bush gesagt, wir müssen Kuwait befreien. Und dann haben einige Soldaten und auch Offiziere gesagt, nein, das wollen wir nicht. Ja, das ist ja ein Erdölland, Kuwait. Und warum sollten wir andere Leute erschießen, einfach um Erdöl zu erbeuten? Das machen wir nicht. Und dann ist die folgende Geschichte aufgekommen. Es hieß, es geht nicht um Erdöl, sondern es geht um den Kampf von Gut gegen Böse. Die Amerikaner seien gut und die Bösen seien die Iraker unter Saddam. Und warum sind die so böse? Die Geschichte lautete so, man sagte, die Soldaten von Saddam Hussein, die haben nicht nur Kuwait überfallen, sondern dort sind sie ins Spital und dann sind sie auf die Abteilung von Neugeborenen. Und die neugeborenen Babys, die haben sie aus den Brutkästen rausgenommen und Kopf voran auf den Boden geschlagen. Und das ist Emotion, oder? Das hat nicht der Präsident damals erzählt, Bush Senior, und auch nicht Schwarzkopf, das ist der General, der den Krieg geführt und gewonnen hat, sondern das hat ein Mädchen erzählt. Das Mädchen hat selber geweint und gesagt, ich habe als Krankenschwester im Spital gearbeitet und ich habe diesen Kindermord mit eigenen Augen gesehen. Und jetzt müssen Sie verstehen, hier noch übrigens eine Schleichwerbung auf ein Buch, das ich kürzlich, diese Sendung funktioniert mit Produkteplatzierung. Und wie heißt das? Ja. Nein, das ist nochmal ausführlicher im Buch dargestellt, aber ich möchte Ihnen einfach erklären, dieses Mädchen hat unter Tränen gesagt, ich habe den Kindermord gesehen. Und dann passiert Folgendes, das können wir sehr genau nachzeichnen. Dann werden die Leute sehr emotional und denken, wir müssen diese Barbaren stoppen. Ab in den Krieg. Wo ist das? Iran, Irak, ist das gleiche Land? Und diese Art der Konfusion ist gesucht. Es wird dann über das Fernsehen eben verbreitet. Der Präsident erzählt das, sagt, dieses Mädchen hat es gesagt, ich erzähle es euch jetzt weiter. Und dann kommt das immer wieder. Und erst nach dem Krieg kommen die Historiker. Also die Leute haben sich schon gegenseitig erschossen und sind begraben. Dann kommen wir, da muss ich mich entschuldigen, Historiker sind immer langsam. Jemand hat mir gesagt, könnt ihr das nicht im Moment gerade klären? Können wir nicht, geht nicht. Wir kommen später, aber wir sind dafür genau. Und ich kann Ihnen jetzt sagen, diese Geschichte stimmt nicht. Es gab keine toten Kinder und dieses Mädchen hat auch nie als Krankenschwester im Spital gearbeitet. Sie hat es aber nicht einfach auf dem Schulweg erfunden, diese Geschichte, ja. Diejenigen von Ihnen, die Teenager haben, die wissen, die erzählen vielleicht einiges, aber es ist nicht so, dass die einfach Kriegsgeschichten erzählen. Sondern die wurde auch missbraucht von einer Werbefirma, Hill & Knowlton, ausgewählt, weil sie den kuwaitischen Look hatte, weil sie war die Tochter des kuwaitischen Botschafters in den USA. Also sie müssen schon den richtigen Look haben für die Geschichte. Aber die ganze Geschichte hat dazu geführt, dass das amerikanische Publikum, wir nennen das die Heimatfront, natürlich viel stärker diesen Krieg befürwortet hat. Das heißt, sie können Kriege verkaufen. Darf ich vielleicht ein bisschen Saallicht haben, weil ich möchte fragen, wer kennt diese Geschichte schon? Einfach Kriegspropaganda. Okay, wer hat das noch nie gehört? Ich würde sagen halb-halb. Also Kriegspropaganda gibt es immer wieder. Übrigens, die Werbefirma Hill & Knowlton hatte ein Budget von 1 Million und das wurde bezahlt durch Kuwait. Ja. Und Kuwait hat danach Kriegsreparationen vom Irak in Milliardenhöhe bekommen. Das hat sich finanziell gelohnt, wenn Sie so wollen. Ja. Und die Amerikaner haben einen Stützpunkt in Kuwait bekommen für ihre Militärbasis und so ging das irgendwie auf. Aber natürlich aus der Sicht der Friedensforschung ist es eine ganz, ganz schlimme Täuschung. Saddam hat dann bei seinem Rückzug aus Kuwait die Erdölfelder in Brand gesteckt. Das ist dann auch nicht klimaneutral. Und diese Entwicklung oder über das Erdöl, die zeigt dann auch, wie ist es dann in diesen Ländern. Und das ist etwas, was mir immer sehr, sehr auffällt, wenn ich in der Schweiz in einer Expertengruppe bin für Energiefragen. Ja, da bin ich sehr oft. Da heißt es, Herr Ganser, Sie sind doch jetzt Erdölexperte. Wie viel Erdöl hat es denn noch? Sage ich, ist schwierig zu sagen,
umkämpfter Stoff. Ich sage dann immer, wichtig ist mal zu verstehen, dass wir 90 Millionen Fass pro Tag brauchen, oder? Diese Zahl habe ich schon genannt, aber ich wiederhole sie gerne, es sind wirklich 90 Millionen pro Tag, weil die Rhetorik zeigt, dass eigentlich eine wichtige Zahl 5-mal wiederholt werden muss, sonst hat sie auch keine Chance, dass man sich daran erinnert. Es sind also Millionen, nicht Milliarden, und es ist pro Tag weltweit, 90 Millionen pro Tag. Und dann sage ich immer, unsere Diskussion hier in der Schweiz über Energie, die ist auf einem anderen Planeten, oder? Die Diskussion, die wir ja hier haben, vielleicht ist Ihnen das auch aufgefallen, ist doch zum Beispiel über den U-Wert der Fenster. Und ich finde das eine wichtige Diskussion. Ich mache bei diesen Diskussionen mit. Umso besser die Fenster natürlich isolieren, umso weniger Energie verlieren sie. Dreifach verglaste Fenster sind das Beste, das habe ich bei mir auch eingebaut. Also das ist eine gute Diskussion. Aber ich sage Ihnen, das ist die Situation von Familien in Erdölkriegsländern. So sieht das aus. Und da müssen Sie nicht Experte sein, um zu sehen, dass ein schlechter U-Wert. Und das ist jetzt parallel. Das ist jetzt parallel. Wir hier unsere Diskussion und Sie dort Ihre Diskussion. Und das möchte ich vernetzen. Ich möchte Ihnen erklären, dass ich glaube, diese Energiewende hat noch eine sicherheitspolitische Komponente oder sie hat eine Friedenskomponente. Das heißt, wenn die Bundesrätin Leuthard hingeht und sagt, wir sollten unsere Abhängigkeit von Öl und Gas reduzieren, und das sagt sie, dann finde ich das richtig. Das heißt, ich bin ein Freund der Energiewende. Und ich bin immer wieder dann auch in Podiumsdiskussionen mit Rolf Hartl, dem Chef der Erdölvereinigung. Und der sieht es natürlich anders. Also er sagt, Öl und Gas ist wunderbar, obwohl Gas, sagt er, Öl ist besser. Und kommt immer darauf an, mit wem Sie auf dem Podium sind. Und ich sage immer, wir sollten Gebäude bauen, die überhaupt kein Öl und kein Gas mehr brauchen. Überhaupt Gebäude, die Kraftwerke sind und einen Überschuss an Energie produzieren. Sie kennen diese Grafik, das ist der Schweizer Energieverbrauch. Da sehen Sie, bis 45 haben wir wenig Energie verbraucht und seit 45 bis heute haben wir viel Energie verbraucht. Das sind die letzten 70 Jahre. Das bedeutet, wir alle zusammengenommen sind sozialisiert in einem System, das ich Erdölrausch nenne. Wir haben viel Energie und die Energie ist so billig, dass wir hin und wieder eine Tagung machen, hin und wieder etwas optimieren. Aber insgesamt denken wir nicht so intensiv über Energie nach. Und wir haben auch das Gefühl, es gibt noch lang ganz viel Energie. Im Zweiten Weltkrieg hatten wir das letzte Mal eine Situation, wo der Energieverbrauch rückläufig war. Der Bundesrat hat damals eine Zwangswirtschaft eingefügt, also es durften nur noch die Hebammen und die Polizei durfte noch fahren und irgendwie die Bestatter und die anderen durften dann nicht fahren. Oder? Da gab es Coupons und das war alles reguliert. Und dann geht das zurück. Und sonst geht es rauf und das ist Erdöl zum Heizen, das sind die Heizungen, die gehen jetzt zurück, werden gerade bei Neubauten natürlich durch Wärmepumpen ersetzt und das ist zum Rumfahren, also Benzin, Diesel und Kerosin. Das heißt, 50% vom Schweizer Energiemix hier ist Erdöl, das heißt, wir müssen uns schon mit dem Thema auseinandersetzen. Das Blaue ist das Erdgas, das sehen Sie, das wird seit 1973 verbraucht, also wir haben erst seit 1973 Erdgas in der Schweiz. Und das Gelbe dann der Strom, das sind also diese 5 Atomkraftwerke, die etwa die Hälfte des Gelben abdecken und die andere Hälfte ist in erster Linie Wasserkraft, Sie kennen das. Aber einfach, was ich zeigen möchte, der Energierausch in den letzten 70 Jahren, vor allem auch durch Erdöl aufgebaut. Was sind denn die Erneuerbaren, wenn ich mich frage mit meinem Institut, können wir 100% erneuerbar? Ging das überhaupt? Die Erneuerbaren sind Holz, finde ich gut. Die Wertschöpfung ist auch eine ganz andere, als wenn Sie aus Saudi-Arabien Erdöl importieren. Können wir mit Wasserkraft? Ja, können wir. Ist wertvoll, finde ich prima. Wir können auch Windenergie nutzen. Ich bin ein Freund der Windenergie, aber bei uns geht der Streit durch die Familie. Meine Frau findet das einfach hässlich. Und ich frage dann, hättest du lieber ein explodierendes Atomkraftwerk? Das findet sie eine völlig unsachliche Diskussion. Und schon ist, ja. Aber schon ist es lanciert, oder? Das heißt, bei der Energiesache gibt es ja there are no easy choices, es gibt keine einfachen Dinge. Immer kommt man vom einen zum nächsten und es ist immer sehr, sehr spannend. Ich finde auch Biogas wertvoll, können wir selber produzieren. Geothermie, bin ich auch ein Freund, ist ja jetzt in Basel auch nicht nur populär. Und in St. Gallen hat es auch nicht funktioniert, also wir haben noch kein Geothermiewerk, aber ich hoffe natürlich, dass wir dereinst eins haben werden. Ich bin auch ein Freund von Wärmepumpen, Wärmepumpe links im Bild. Die Sache ist so,
Bei einer Wärmepumpe brauchen Sie kein Öl und kein Gas, oder? Sie brauchen Strom, aber Strom können wir produzieren. Und diesen Grundgedanken möchte ich richtig reinfließen lassen, die Leute verstehen, was können wir denn in der Schweiz selber produzieren? Und Öl und Gas können wir nie selber produzieren. Natürlich ist es wichtig, dass die Gebäude effizient sind, da sind wir wieder beim U-Wert. Und darüber hinaus ist es natürlich auch wichtig, dass man die Wärme vom Dach nutzt. Hier Solarthermie, mich interessiert immer so, wer hat hier schon Solarthermie, heißes Wasser auf dem eigenen Dach? Handzeichen, dass ich das ein bisschen sehe. Das sind schon einige. Oder dann Photovoltaik, wer hat Photovoltaik? Sind auch einige. Das heißt, ich denke, irgendwann werden wir Prosumer werden. Prosumer ist dieses Wort, das heißt Produzent und Konsument. Das heißt, man produziert selber Energie und konsumiert auch Energie selber. Hier habe ich mich auf die Mikro in Neuendorf, das bei EcoKing, ein großes Verteilzentrum, draufgesetzt, weil ich habe etwas begriffen. Ich habe gemerkt, meine Studenten, das ist die Generation Selfie. Haben Sie das auch schon mitbekommen? Generation Selfie macht Folgendes. Die kommt nach Interlaken, sieht, ah, okay, Jungfrau Joch, schön. Dann schauen Sie 2 Sekunden und dann drehen Sie sich ab und machen so. Das ist ein ganz anderes Verhalten, als das ich früher hatte, oder? Dann können Sie auch zum Eiffelturm. Okay, das ist der Eiffelturm, sehr schön, 2 Sekunden. Und dann mit dem Rücken zum Eiffelturm, um das Bild von sich mit dem Eiffelturm zu machen. Sie können das auch noch mit diesem Stick machen. Und diese Generation funktioniert ja über Bilder. Und da habe ich mir gesagt, das ist einfach, das kann ich auch. Habe mich einfach auf die Photovoltaik gesetzt und habe dazu gelacht. Und das heißt, ich bin für die Energiewende. So einfach ist das. Also das ist eigentlich ein Bild, um der nächsten Generation zu sagen, ich bin für die Energiewende. Dann wollen die aber wissen, was machen sie konkret. Und dann, bei meinem eigenen Haus, das ist in Dornach bei Basel, hatte ich eine Erdgasheizung. Und dann hatte ich das Problem, dass dieses ganze Haus energetisch überhaupt nicht meinen Forschungsresultaten entsprach. Aber überhaupt nicht. Das war ein Haus aus dem Jahre 1970. Und es ist interessant zu schauen, wie lief eigentlich der Hauskauf, oder? Und da, ich weiß nicht, ob es bei Ihnen vielleicht ähnlich ist, aber mich dünkt, die Frauen haben den Stichentscheid. Ich sage das jetzt mal so. Also wenn die Frau und der Mann ein Haus sehen, das beiden nicht gefällt, wird es nicht gekauft. Wenn der Mann ein Haus sieht, das ihm gefällt, der Frau gefällt es überhaupt nicht, wird es auch nicht gekauft. Wenn es ein Haus ist, das der Frau unglaublich gut gefällt und der Mann ist irgendwie unentschieden, dann wird es gekauft. Also ich sage das jetzt mal so, weil hier dieses Haus, das wir gekauft haben, Gasheizung, schlecht isoliertes Dach, schlecht isolierte Fenster, es war auch noch zu klein, wir haben 2 Kinder, also die ganze Sache irgendwie schwierig, aber meine Frau hat gesagt, das ist ein wunderbarer Garten. Also haben wir es natürlich gekauft. Das ist so. Und dann habe ich gesagt, gut, der Deal ist aber der, wenn du den Garten haben kannst, dann darf ich die Energie so auseinanderreißen, wie ich will. Hat sie gesagt, darfst du. Das erste ist die Gasheizung raus. Das kann man natürlich nicht selber jetzt mit der Flex und die Gasheizung, sondern da habe ich eine Firma, die zuerst das Gas abgestellt hat und das selber entfernt hat. Ja, soll niemand sagen, ja ganz, sie haben doch da selber, habe ich nicht selber gemacht. Ich habe danach habe ich eine, da kam der Konflikt mit dem Garten, ich habe die, ich habe eine Erdsondenbohrung gemacht, ja. Da wollte ich unbedingt eine Erdsondenbohrung, 2 mal 100 Meter, da habe ich auch im Winter noch 7 Grad dort unten und ich habe gesagt, da wächst dann Gras drüber. Und jetzt habe ich eine Wärmepumpe und Holz, ich habe das jetzt ohne Pitch-Analyse gemacht, aber mich dünkt, das ist eine interessante Sache. Und habe Photovoltaik auf dem Dach gemacht. Und auch wieder hier, Generation Self, ich habe mich draufgesetzt. Also ich kann Ihnen das nur als Tipp geben, wenn Sie irgendetwas kommunizieren müssen, setzen Sie sich drauf. Ja. Es ist, wenn Sie denken, ich schreibe mal 4-seitigen PDF und schicke ihn per Mail, das war gestern, oder? Setzen Sie sich drauf, wenn es Ihnen nicht gefällt, machen Sie so. Und wenn Sie es so finden, ist sofort verständlich. Hier wollte ich nur erklären, dass es eine In-Dach-Photovoltaikanlage ist. Sie kennen das alles, aber Leute, die nichts mit Energie zu tun haben, denen muss ich erklären, hier habe ich gar keine Ziegel, sondern die Module liegen direkt auf der Lattik und der Konterlattik. Und dann draufsetzen, Foto, dann ist das geklärt. Für die Pitch-Analyse, die Erdsonde-Wärmepumpe war 60.000, die Photovoltaikanlage war 40.000, 100.000. Da haben Freunde von mir gesagt, da hättest du noch lang Gas verbrennen können, oder? Also, warum machst du das? Ich wollte das, ich wollte es unbedingt. Und dann wollte ich noch ein Elektroauto und das habe ich jetzt.
Und wenn Sie das kombinieren, sind Sie in einer neuen Welt. Jetzt bin ich Prosumer. Das heißt, ich produziere mit meinen 60 Quadratmeter Photovoltaik, produziere ich Strom und in der Garage tanke ich den Tesla. Und das finde ich einfach super. Oder? Das hat jetzt nichts mit, wann rendiert das zu tun. Das rendiert vielleicht nie in meinem Leben. Ist mir aber völlig egal, weil ich erkläre meinen Kindern, und jetzt, woher kommt der Strom? Ja, Papi, das ist schon 500 Mal gefragt, das kommt vom Dach von der Photovoltaik. Und dann, ja, das müssen die richtig verstehen. Und wenn sie duschen, sage ich, will nicht noch jemand duschen, ich habe noch viel heißes Wasser, jetzt im August habe ich immer Überschuss. Und ich habe 10 Quadratmeter Solarthermie. Und jetzt bin ich am Messen. Jetzt bin ich am Messen, wie viel Strom produziere ich denn mit Wärmepumpe und mit der Photovoltaik und wie viel brauche ich für die Wärmepumpe, wie viel brauche ich für das Elektroauto, wie viele Kilometer kann ich fahren und was kostet das? Und jetzt in den ersten 6 Monaten vom 2015, ich habe das ganze System mit Elektroauto erst in diesem Jahr jetzt ganz fertig, sind es 150 Franken Stromrechnung. Das heißt, auf Ende Jahr rechne ich mit 300 Franken Stromrechnung und ich gehe gar nicht mehr an die Tankstelle. Nur noch, um Gipfeli zu holen. Sonst tanke ich zu Hause und wenn ich zu viel Strom habe, jetzt zum Beispiel, gebe ich es ins Netz. Wenn ich zu wenig habe, in der Nacht ziehe ich vom Netz und dann verrechne ich übers Jahr und dann habe ich noch Kosten von 300 Franken für den Strom. Das heißt, die Betriebskosten, die sind super. Die Investitionskosten sind natürlich zu hoch. Aber irgendwie, das wird spannend. Ich bin einer der Early Adapters, einer, der früh diese Dinge macht. Und später werden andere von den Economies of Scale profitieren. Es wird mehr geben, die das machen. Und dann kommen die Preise runter. Ich glaube, Rademacher hat das richtig schon angesprochen. Jetzt, weil die Weltbevölkerung steigt, werden Leute, die das wollen, werden die Energiewende selber umsetzen. Die werden sich ganz ohne Öl und Gas organisieren. Weil der Druck nimmt ja zu. Wir haben ein Wachstum von 80 Millionen Menschen pro Jahr. Das ist richtig viel. Also Deutschland im Vergleich hat 80 Millionen Menschen, Einwohner, kommen also jedes Jahr kommen 80 Millionen dazu. Also nicht Deutsche. Ich wollte sagen, das Nettowachstum aus allen, Entschuldigung, alle Nachbarn, herzlich willkommen, ich wollte nur sagen, das Nettowachstum weltweit aus allen Ländern zusammengerechnet gibt 80 Millionen. Und das ist, da können Sie den Krieg in Irak oder in Libyen und etc., die Leute sagen mir, ja, ist doch noch gut, hast ein bisschen Krieg, dann geht die Weltbevölkerung nicht so rauf. Das ist überhaupt nicht gut, weil gerade in den destabilisierten Regionen der Welt haben Sie das größte Chaos, die größten Migrationsströme und eigentlich die Geburtenrate ist dort sehr hoch und sie geht erst runter, wenn Sie stabile Verhältnisse haben und die Frauen arbeiten und wenn sie eine gute Ausbildung haben. Okay? Das ist der Weg zur Stabilisierung der Weltbevölkerung. Es geht über die Frauen, also ist ja nicht so überraschend, aber nicht nur der Hauskauf, auch die Weltbevölkerung geht über die Frauen. Und hier sehen Sie, wir sind jetzt bei 7 Milliarden und wir waren vor 200 Jahren waren wir bei 1 Milliarde. Und das ist wieder der Punkt für die Historiker. Dann sage ich, okay, in 200 Jahren haben wir Nettowachstum 6 Milliarden. Dann ist doch die Frage, was haben wir von 1300 bis 1500 so rumgedröselt? Hatten wir auch 200 Jahre Zeit? Warum sind wir da nicht netto 6 Milliarden gewachsen? Und die Antwort ist für mich ganz klar Energie. Wir haben erst seit 1850 haben wir Erdöl. Das sind 160 Jahre Erdöl. Wir sind ja jetzt, vielleicht wissen Sie es, den Tagesverbrauch, der ist ziemlich hoch, das sind 90 Millionen Fass. Ja. Das ist also in den letzten 150 Jahren passiert. Dann haben wir Erdgas. Wir haben 440 Atomkraftwerke weltweit. Und wir haben die Kohle. Und diese vier, Erdöl, Erdgas, Kohle und Atom, haben uns reich gemacht. Das heißt, ein kurzer Moment der Dankbarkeit diesen gegenüber ist angebracht. Okay? Die sind nicht einfach schlecht, sondern wir sind reich deswegen. Aber jetzt muss man verstehen, dass wir weitergehen müssen und Systeme aufbauen, die dezentral und erneuerbar funktionieren. Ich habe gehört, dass jemand gesagt hat, die Teslas in Norwegen, die fahren jetzt einfach viel mehr und dann haben sie einen Rebound-Effekt und dann ist alles wieder weg. Ich persönlich kann das nicht bestätigen. Ich fahre wirklich nur die Strecken, die ich unbedingt brauche. Jetzt bin ich mit dem Zug da. Und ich versuche natürlich, meine Eigenproduktion von etwa 7000 Kilowattstunden im Jahr in diesen Tesla zu füttern und in meine Wärmepumpe zu füttern. Und das wird so ein bisschen wie, kennen Sie noch Märklin? Kennen Sie das noch? Das war eine Eisenbahn. Ja? Da haben früher die Männer, wenn sie nichts zu tun haben, haben sie in eine Weiche ausgewechselt und da musste man gehen, schauen, na toll. Und das wird jetzt so, das wird mit der Energiewende so, es wird spielerisch. Man versucht sein System zu optimieren, und mir käme es nicht in den Sinn, hier den eigenen Rebound-Effekt einfach endlos rumzufahren, weil sonst geht ja meine Jahresrechnung nicht auf.
In Europa haben wir die besten Daten zum Thema Erschöpfen der Erdölfelder. Europa jetzt, kann man nur von Großbritannien und Norwegen sprechen, nur diese zwei Länder produzieren Erdöl. Alle anderen produzieren kein Erdöl, wenn sie Russland nicht zu Europa zählen. Und da kann ich einfach zeigen, dass hier die Produktion von Großbritannien ganz klar die Daten zeigt. 1975 hat man angefangen, die Nordsee angestochen, hier eine Explosion in einer Förderplattform. Und im Jahr 2000 erreichen die Briten den Peak, das ist das Fördermaximum. Und seit zehn Jahren haben wir fallende Förderung. Und das hat damit zu tun, dass jedes Erdölfeld einen Druck hat. Und wenn Sie das anbohren und das rausnehmen, nimmt der Druck ab. Bekannt hier, das Feld brennt zum Beispiel, das ist die europäische Referenzsorte. Das ist ein Feld in der Nordsee im britischen Sektor und das ja, produziert nur noch sehr wenig. Und wenn ich das weltweit umrechne, sieht das so aus. Jemand hat mir gesagt, Herr Ganser, können Sie das nicht mal vereinfacht darstellen, das Erdölzeitalter? Da habe ich gesagt, ja, kann ich schon. Aber das ist halt dann nicht die Details. Hier haben Sie null Christi Geburt, 300 Millionen Menschen, dann 500 bis 1500, das ist 1000 Jahre Mittelalter. Das wichtigste Ereignis natürlich 1291, Gründung der Schweiz. Und dann 1850 kommt das Erdölzeitalter und in den letzten 160 Jahren haben wir nur Aufstieg. Und hier, ich habe jetzt eingezeichnet, 100 Millionen Fass pro Tag könnte das Maximum sein. Das ist aber nicht sicher. Ich komme gerne nochmal in 10 Jahren, ob sich das noch höher steigen lässt oder nicht. Aber hier haben wir eine Art Umbruch und dann geht es wieder runter. Es ist einfach die Landeskurve summiert auf Welt. Und ich weiß nicht, ob Sie es verstehen. Das Problem wird nicht sein, dass das Erdöl von einem Tag zum anderen weg ist. Und das Problem wird sein, dass das Tagesangebot rückläufig ist. Über mehrere Jahrzehnte. Das wird die Herausforderung sein der nächsten Generation. Kennen Sie noch dieses Spiel Reise nach Jerusalem oder Sasseletanz? Jemand macht Musik und immer wenn er aufhört, kommt ein Stuhl weg. Kennen Sie das? Darf ich nochmal Sarah Licht? Wer kennt das Spiel? Ja, sehr gut. Dann wissen Sie, was ich meine. Das ist dieser Umkehrpunkt, oder? Wir sind irgendwie wie gleich sozialisiert. Die Studenten kennen es zum Teil nicht. Ich glaube, es gibt es nicht als Videospiel. Aber wenn man das Spiel noch kennt, ja, wenn man das Spiel kennt, dann erkennt man, es kommt der Moment, wo Erdölländer wegbrechen. Und dann wird das Thema Energieeffizienz, erneuerbare Energien, dezentrale Energieproduktion und auch Krieg und Frieden wird noch mehr nach vorne geschoben. Die Golfregion bleibt die Tankstelle der Weltwirtschaft, hat der deutsche Außenminister Joschka Fischer richtig gesagt, weil das Erdöl ist nicht gleichmäßig auf der Welt verteilt. Wenn Sie sich anschauen, die grüne Säule hier, das sind die konventionellen Erdölreserven und die sind in Saudi-Arabien, Irak und Iran. Ich sage extra konventionell, das ist das einfach zu fördernde Erdöl. Hier im Norden von Amerika haben Sie nach, können Sie fracken oder Sie können Ölsand holen, das ist aber nicht konventionell, das ist teurer. Schauen Sie sich die Weltreligionen an. Grün ist der muslimische Raum, Violett ist Christentum und Indien zum Beispiel hinduistisch, China atheistisch. Aber Sie sehen, der grüne Raum, der muslimische Raum, das ist der Bereich, wo das Erdöl liegt. Und da muss ich hinzufügen, es ist nicht so, dass die Muslime da hingezogen sind, als sie gehört haben, dort hat es Erdöl. Sondern das ist jetzt einfach eine historische Situation, dass das Erdöl in Saudi-Arabien, Irak und Iran liegt, das einfach zu fördern und Kuwait etc. Und dass sie genau in diesen Zonen haben sie ganz, ganz schwierige politische Verhältnisse, wenn ich das mal so darstellen darf. Ich habe auch geschaut, dieser muslimische Raum wird ja immer dann mit den Terroranschlägen vom 11. September verbunden, weil in den letzten, was sind es jetzt, 14 Jahre? Ja, es sind ziemlich genau, in zwei Wochen sind es 14 Jahre her. In den letzten 14 Jahren ist das Bild des Islam ist sozusagen den Keller runter. Ja, ob Sie jetzt, wenn Sie an den Islam denken, denken die meisten an IS und Enthauptungen oder alternativ an Terroristen, die ins World Trade Center rasen. Also das ist etwa das Bild in den Köpfen. Und ich habe dann untersucht, was denken die amerikanischen Soldaten, die im Irak im Einsatz sind. Das ist für die Historiker wieder wichtig. Was denken Soldaten, die Leute erschießen, die selber erschossen werden, Freunde haben, die erschossen werden, warum sie überhaupt im Irak sind? Denken die, sie sind dort, um Erdöl zu erbeuten? Die Antwort ist nein. Die amerikanischen Soldaten sagen, ihre Rolle besteht darin, Saddam Hussein für seine Rolle bei den Terroranschlägen vom 11. September zu bestrafen. Das ist 2006, The Times, eine Umfrage damals. Und das ist natürlich dramatisch, oder? Weil
Saddam Hussein hatte überhaupt nichts mit 9/11 zu tun. Saddam Hussein war der Diktator vom Irak, ist sicher ein Verbrecher, das ist klar, aber mit 9/11 hat er gar nichts zu tun. Die Soldaten haben das also völlig durcheinander gebracht und das hat damit zu tun, dass die Soldaten sehr ungebildet sind und in Amerika einer intensiven Kriegspropaganda ausgesetzt wurden. Das heißt, man hat in den USA immer wieder gesagt, Saddam Hussein hat etwas mit 9/11 zu tun. Und Kriegspropaganda seit Goebbels funktioniert so, wenn sie etwas immer wiederholen, dann bleibt das hängen. Ich habe ja diese Technik bei den 90 Millionen Fass, aber das ist nicht Kriegspropaganda, das ist Lernhilfe. Und das bedeutet im Moment, jetzt auch wieder zum 14. Jahrestag, werde ich gefragt, ja Herr Ganser, was ist dann bei 9/11 wirklich passiert? Da sage ich immer, das ist ein heikles Dossier. Ich sage, wir forschen dazu, weil es natürlich die Frage ist, ja, ist jetzt dieser Krieg gegen den Terror ein Vorwand, um Öl und Gas zu erbeuten oder was läuft überhaupt? Dann sage ich, das, was wir erforschen, ist, das ist Downtown Manhattan, ein Flugzeug geht in den Nordturm, der stürzt zusammen, ein geht in den Südturm, der stürzt zusammen. Und für die meisten Menschen ist das Flugzeug, Flugzeug, Turm, Turm, das ist der 11. September. Viele, sehr viele, können sich sogar daran erinnern, wo sie an diesem Tag waren, obwohl es 14 Jahre her ist. Ganz, ganz selten übrigens in der Geschichte, dass man sich erinnern kann. Einige sagen, ja, das weiß ich noch genau, ich war gerade bei einem Freund, wollte ihm irgendwie das Auto zurückbringen. Die wissen noch, vielen geht es vermutlich gleich. Im Hintergrund haben wir ein drittes Gebäude, das auch zusammengestürzt ist. Das ist WTC 7, das ist dieses Gebäude. Aber in dieses Gebäude ist kein Flugzeug hineingeflogen. Und an dem beißen wir Historiker uns jetzt gerade die Zähne aus. Weil wir haben zwei Flugzeuge, drei Türme. Immer Basiswissen 11. September, frage ich auch in den Raum, vielleicht noch mal Saallicht. Wem ist es klar, dass es drei Gebäude sind, die damals zusammengestürzt sind? Handzeichen. Wer wusste das nicht bis heute, dass es drei Gebäude sind? Ich würde auch wieder sagen, halb-halb. Was wir dann machen, ist, wir nehmen den offiziellen Untersuchungsbericht, der 9/11 Commission Report, der kam 2004 raus. Bush hat die Hand drauf gehalten und gesagt, that's the truth. Hat uns sofort sehr skeptisch gemacht. Und dann habe ich den Studenten gesagt, Sie mögen denn bitte den ganzen Bericht lesen. Ich habe damals einen Kurs unterrichtet an der Universität Zürich. Und die armen Studenten, das ist ja immer der Nachteil bei einem Studenten, die müssen das machen, was der Dozent sagt. Die mussten also die 600 Seiten lesen. Meine Frage war die, ich habe gesagt, schaut wie in diesem Bericht, ja, das ist der offizielle Bericht zum größten Terroranschlag, den es je gegeben hat, wie wird der Einsturz von WTC 7 erklärt? Dann lesen die den. Ich wusste natürlich schon, was rauskommt. Und das Frappierende ist, der Einsturz von WTC 7 wird nicht erwähnt. Das heißt, im offiziellen Bericht fehlt ein Gebäude. Und jetzt kann man nicht sagen, nun gut, harter Tag, zwei oder drei Gebäude ist ein Detail. Kann man nicht sagen. Sondern dann ist der ganze Bericht nichts mehr wert. Okay? Das ist gar nichts mehr wert. Gut ist das Papier, hat Brandwert etc. Aber ich meine, er hat keinen Wert im Sinn von Darstellung der historischen Tatsachen. Und darum haben wir jetzt eine riesengroße Diskussion auf dem Internet. Das geht in alle Richtungen, ist kaum mehr zu überblicken, weil der offizielle Bericht so schlecht ist. Was ich damals gemacht habe, ich war auch an der ETH-Forschungsstelle für Sicherheitspolitik und habe einen Baustatiker gefragt und der hat mir gesagt, Herr Ganser, das ist gesprengt. Habe ich gesagt, nein, es ist der 11. September, da haben wir keine Sprengung. Hat er gesagt, nun gut, ich gehe kurz zurück, schauen Sie sich diese Ecken an, diese drei Ecken, die kommen symmetrisch. Nochmal zurück, diese drei Ecken kommen symmetrisch runter, das Gebäude geht mehr oder weniger im freien Fall. Ich mache jetzt hin und her, so war es nicht. Hä? Aber das sind die entscheidenden Sekunden, über die wir uns auch 14 Jahre später noch streiten. Wir streiten uns intensiv. Wir haben ganz, ganz intensiv Streit gehabt an der Uni. Und die andere These neben der Sprengung ist, dass das Gebäude wegen Feuer eingestürzt ist. Und da übergebe ich es Ihnen wieder. Okay? Ich sage Ihnen, 9/11 ist umstritten, WTC 7 ist sicher runter. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, Feuer oder Sprengung. Aber da hängen ganze Weltbilder daran. Also gehen Sie ganz vorsichtig ans Thema ran, besprechen Sie es mal mit dem Nachbarn, das ist auch immer sehr spannend. Was wir jetzt untersuchen, ist die Stahlträger. Es gibt 81 senkrechte Stahlträger im WTC 7. Und die Amerikaner sind jetzt mit einer neuen Studie 2008 gekommen, der haben sie gesagt, Säule 79 wurde wegen dem Feuer destabilisiert und darum ist das ganze Gebäude im freien Fall runtergekommen. Das ist die neue Studie vom National Institute for Standards and Technology, das ist die amerikanische EMPA.
Ich sage es nochmal, einfach, dass Sie mitdenken können. WTC-7-Debatte, 14 Jahre nach den Anschlägen, ist im Moment das der Stand. WTC-7 ist gefallen, ganz klar. Es ist kein Flugzeug rein, ganz klar. Es ist nicht im Bericht, unbestritten. Neue Theorie der Amerikaner, es ist gefallen, weil Säule 79 durch Feuer destabilisiert wurde. Da lasse ich es, da können Sie selber weiterdenken, ist immer brisant, das mit Freunden zu besprechen. Einfach als Vergleich, der Prime Tower in Zürich ist 120 Meter hoch. WTC-7 wäre deutlich höher gewesen mit 170 Meter. Wir haben jetzt in Basel den Rossturm, einige haben es vielleicht schon gesehen, der ist 170 Meter. Wenn der morgen oder in einer Woche im freien Fall runtergeht, da haben Sie SIA dort, ETA, Militärpolizei, alle sind da. Okay? Und dann würden Sie die Stahlträger nehmen und wenn Sie die Stahlträger haben, können Sie Sprengung oder Feuer beurteilen. Ja? Wenn Sie Stahlträger haben, da wäre es völlig geklärt. Sie können es dann sagen, was es ist, aber die Stahlträger haben wir nicht zu 9-11, die sind alle eingeschmolzen, alle weg. Kein Zugang. Und das ist heikel. Ich beschäftige mich jetzt ziemlich viel mit den Medien, die Frage ist dann immer, warum wissen das die Leute nicht? Ja? Weil das hat ja diesen Krieg gegen den Terrorismus lanciert. Der ganze Irakkrieg, der Afghanistan, warum steht die Bundeswehr in Afghanistan? Okay, wegen 9-11. Und da habe ich noch gesehen, dass die Medien nicht darüber berichtet haben, habe ich die Medien durchgeschaut, es kam nicht am Fernsehen und plötzlich habe ich einen Fernsehsender gefunden, der darüber berichtet hat, über WTC-7, habe ich mich sehr gefreut, BBC, Jane Stanley hat darüber berichtet und dann habe ich herausgefunden, die hat zu früh berichtet. Die hat um 5 Uhr berichtet und das Gebäude fällt um 20 nach 5 und das ist wieder nicht gut. Weil die Historiker, ich habe es Ihnen schon gesagt, wir sind ziemlich detailversessen und wir haben diese konservative Regel, zuerst das Ereignis, dann der Bericht. Und ja, Sie lachen jetzt, aber wenn das verdreht wird, dann werden wir skeptisch. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich bin jetzt sehr skeptisch. Es dauerte bis 2008, bis Richard Porter, Head BBC World News, sich entschuldigt und gesagt hat, we were working on an incorrect news agency report, we had this statement from Reuters. Das heißt so viel wie, sorry. Okay? Das heißt einfach, Reuters hat uns das gesagt, wir haben es weitergegeben, sorry. Und jetzt kommt eine Situation, und das dürfen Sie nicht unterschätzen, jetzt kommt eine Situation, wo die Studenten kommen und sagen, ja, also, Massenmedien, den glaube ich schon lange nicht mehr, ich bin auf dem Internet. Und dann sage ich, was macht denn Ihr Vater? Und sagen sie, ja, mein Vater, der schaut Tagesschau und der liest die NZZ und wenn es dort nicht kommt, dann gibt es nicht für ihn. Der hat nicht begriffen, dass die richtig guten Stories da gar nicht kommen. Und dann sage ich, ja, okay, interessant. Und dann frage ich den Vater, treffe ich dann irgendwann, dann sagt der Vater, ja, toller Kurs, ja, den Sie da anbieten. Mein Sohn hat sicher viel profitiert, aber ein Punkt, das verstört mich, der glaubt jeden Blödsinn aus dem Internet. Können Sie ihm nicht mal sagen, dass es im Internet keine Qualitätskontrolle gibt? Elvis lebt, Strichbuch. Und dann habe ich gesagt, ja, interessant. Und da müssen eigentlich beide aufeinander zugehen. Es ist ein Generationenthema. Beide haben recht, es gibt im Internet viel Blödsinn. Aber es ist auch richtig, dass natürlich die politische Information am Fernsehen nicht alles abdeckt. Beim Sport ist es anders. Da ist ausgezeichnet, abgedeckt und auch sehr gut kommentiert. Wenn ich das dann anschaue, kommen diese Debatten, die wir als Historiker beobachten, kommen die auf CNN, kommen die auf Fox News, auch ein Qualitätssender? Und da kann ich Ihnen sagen, das kommt nicht. Die WTC-7-Debatte findet in den USA nicht statt, beziehungsweise es gibt 1500 Architekten, die haben sich zusammengeschlossen, Architects and Engineers for 9-11 Truth, und die müssen jetzt mit so einem bescheuerten Wagen rumfahren, weil sie nicht am Fernsehen kommen. Das ist jetzt San Diego 2013, Did you know a third tower fell on 9-11? Heißt einfach, wussten Sie schon, dass auch ein drittes Gebäude zusammenfiel? Die Leute schauen sich das an und denken, hä? Und ich sage immer, stellen Sie sich das mal vor, in der Schweiz würde man entscheiden, das Wetter ist zu sensibel, man zeigt es jetzt nicht mehr live. Okay? Es gibt ein Mobil, das fährt durch die Schweiz. Und wenn Sie eine Party am Wochenende machen, wissen Sie nicht das Wetter, oder? Müssen Sie Freunde anrufen, hast du das Wetterwägeli schon gesehen, oder? Die würden dann sagen, ja, es ist bei Sursee durchgefahren, es fuhr zu schnell, ich konnte es nicht sehen. Ja. Und ich sage Ihnen einfach, wenn die Kommunikation zu internationalem Terrorismus auf solchen kleinen Wägele läuft, dann haben wir ein Problem mit den Medien. So, Saudi-Arabien ist das Schlüsselland, ich komme hier nur ganz, ganz kurz darauf zu sprechen, weil gemäß der offiziellen Geschichte der Terroranschläge vom 11. September waren 15 der 19 Terroristen waren Saudis.
Bin Laden war auch ein Saudi. Und dieses Bild verstört die Leute dann. Ja, warum gibt denn der Bush den Abdullah die Hand? Das ist der König von Saudi-Arabien. Sind das jetzt doch Freunde? Sag ich, ihr begreift das ganze Spiel nur, wenn ihr das Erdöl anschaut. Ohne Erdöl kein Durchblick. Die Amis brauchen 20 Millionen Fass jeden Tag. Von 90 haben sie ja noch vielleicht gespeichert. Die Saudis produzieren 10 Millionen Fass jeden Tag. Hier haben sie den größten Konsumenten mit dem wichtigsten Lieferanten oder zugespitzt, den größten Süchtigen mit dem wichtigsten Dealer. Und das sind die geopolitischen Realitäten. Also, 90 Millionen Fass pro Tag, diesen Verbrauch haben wir, ich habe das schon mal gesagt. Man kann dann auch Tiefseeöl machen, oder kann man machen. Dann geht man 1500 Meter durchs Wasser, 4 Kilometer durch den Boden, auf 5,5 Kilometer Tiefe ist dann das Erdölfeld. Das ist der Deepwater Horizon, die Explosion 2010. Ich war dann im Zischtigsclub und jemand hat mir gesagt, Herr Ganser, das ist ja wirklich jetzt eine Riesensauerei, diese verklebten Vögel, ich kann es nicht mehr ertragen. Diese Plattform ist von BP, es ist Zeit für einen fundamentalen Wechsel. Ich tanke nicht mehr bei BP, ich tanke nur noch bei Shell. Und oder in dieser Situation sind wir. Andere Idee ist, sie gehen in den Ölsand, nur 2 Millionen Fass aus dem Ölsand, sie gehen hin, Kanada, schlagen die Wälder weg, dann sieht es so aus. Kann man auch machen, aber zeigt einfach, wir haben ein Problem mit dem Erdöl, wir brauchen die Energiewende, man könnte jetzt noch zum Erdgas kommen. Mache ich aber nicht. Ich kann nur dies sagen, auch beim Erdgas wird es sofort wieder politisch. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, das war es von meiner Seite. Ich bin für die Energiewende, ich habe ein Institut. Danke. Dankeschön. Ich habe noch ein Buch. Habt ihr erst noch etwas in eigener Sache? Entschuldigung, Foto, können wir genau, kurz ein Foto machen, damit ich zeigen kann, dass ich hier gewesen bin? Wir sind online. Ich würde gerne mal mit Ihrer Frau sprechen. Ja, das ist interessant. Aber sie ist auch ein Freund der Energiewende. Kann man aus der Geschichte lernen? Ja, man kann, aber nur individuell. Das heißt, wie kann man das interpretieren? Das ist spannend. Also jemand kann verstehen, wie Kriegspropaganda funktioniert. Und wenn er das mal gemacht hat, dann fällt er das nächste Mal nicht so plump in diese Geschichte rein, die da heißt, wir müssen die anderen bombardieren, dann ist das Böse weg. Das heißt, kurz gesagt, die wollen nicht daraus lernen. Es gibt immer geostrategische Interessen, die eben bedeutet, man muss Zugriff nehmen. Und da braucht es oft Gewalt. Und die Gewalt muss man an der Heimatfront legitimieren. Ich sage immer, die Spanier sind ja als Konquistadoren nach Südamerika gefahren und sind mit den Schiffen zurückgekommen. Und die hatten das Gold bei der Rückfahrt dabei. Die sind ja nicht mit voller Gold nach Südamerika gefahren. Und wer das beobachtet, erkennt, das gibt es schon ewig. Wirtschaftskriege, Gewalt, Zugriff, Wirtschaftskriege. Und das gibt es auch heute, aber heute wird das so verpackt im Sinn von, wir wollen den Irakern und den Libyern helfen. Also dann ist das ein hehrer Anspruch, dass es irgendwann mal keine Kriege mehr geben wird und dass wir... Ja, noch 5 Jahre haben wir schon noch so. Das brauchen wir noch, das brauchen wir noch. Vielen Dank, danke. Ganz spannende Ausführungen. Merci. Applaus für den Daniele Ganser und Europa im Erdölrausch kann ich Ihnen empfehlen.